Grüß dich und willkommen zur TAP Herausforderung in Blutzettel 6 am 15.03.2024 auf der Katapolle Femus Schwierigkeitsstufe Schwelm Standardmodus und das sind die Regeln. Du darfst drei Reifen platzieren, hast 250.000 Affendollar Stadtgeld, ein Stadtleben. Das Ganze spielt sich in Runde 100 ab. Das Affenwissen ist hier deaktiviert und alle Blunts sind getarnt. Okay, los geht's. Der Bad, der hier kommt, ist wirklich sehr stark und sehr schnell. Du kannst ihn nicht platzen lassen und genau aus diesem Grund benötigst du die Fähigkeit vom Subaffen. Die ist aber wiederum sehr teuer und deswegen benötigst du erstmal ein Affendorf, das du hier hinstellst. Mach als Verbesserung nur die Stufe 2 auf der letzten Reihe, dann nimmst du einen Eisaffen und den platzierst du dahin so nah wie möglich an diesen Teich heran, in etwa so. Bei dem machst du nur die Stufe 3 Verbesserung auf der mittleren Reihe, so. Und jetzt erst nimmst du deinen Superaffen und den kannst du hier vergünstigt kaufen in diesem Teich. Den kannst du ja jetzt dahin platzieren, dank dem Eisaffen, der lässt ja das Wasser hier gefrieren. So, und beim Superaffen machst du die Stufe 5 Verbesserung auf der letzten Reihe. Okay, das war's auch schon. Jetzt kannst du dein Spiel schnell laufen lassen. Hier kommt der Bad angeschossen. Der Superaffe kann hier gar nichts gegen ihn ausrichten. Aber sobald er an den Ausgang kommt, wird ein schwarzes Loch erzeugt und der Bad wird von diesem schwarzen Loch verschluckt. Okay, das ist der Sieg. Ich bekomme hier 110 Affendollar und einen Hubschrauberpiloten mit 310. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.